Servus zusammen. Im heutigen Video möchten wir euch ein bisschen mitnehmen. Erst einmal in der Vorbereitung, was wir alles machen, bevor wir jetzt 2 Wochen im Urlaub sind. Und in dem Video möchte ich euch ein bisschen erzählen, was wir in unserem Urlaub so vorhaben, weil ich möchte das Ganze für euch abfilmen. Und das kriegt ihr jetzt alles in dem Video mit. Also viel Spaß! Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Wenn wir 2 Wochen weg sind, könnt ihr euch ja vorstellen, dass das Ganze ein wenig Vorbereitung benötigt. Als allererstes müssen wir natürlich unsere ganzen Aquarien machen, Terrarien machen, und wir haben am Mittwoch gestartet mit der Vorbereitung. Heute ist Samstag. Und haben als allererstes in unserem Wohnzimmer die 2 Aquarien mal einen großen Wasserwechsel gemacht, haben die ganzen Pflanzenreste rausgeholt und natürlich alles andere, das man da so macht, erledigt, wie zum Beispiel Bakterien rein, gewisse Wasseraufbereiter rein. Und wir handhaben das zum Beispiel so, wenn wir gerade bei den Aquarien sind, meine Frau schreibt auf jedes Aquarium genau drauf mit so einem wasserabwischbaren Stift, an welchem Tag meine Mom das Ganze füttern muss. Und dadurch, dass wir ja wissen, wann wir füttern, haben wir das Ganze noch ein bisschen länger rausgezögert, weil ihr wisst ja selber, wenn man einen anderen zum Füttern bittet, ist es wahrscheinlich meistens ein bisschen zu viel als wie zu wenig. Deswegen haben wir das lieber einen Tag immer weiter hinausgezögert, und das schaffen die Fische leicht. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, falls ihr mal sowas auch vorbereiten müsst und dass da eben nichts passiert. Natürlich müssen die ganzen Terrarien auch vorbereitet werden. Da hat man dann die Wasserschalen ausgewechselt oder gewaschen, die ganzen Reste im Terrarium sauber gemacht, was natürlich so entsteht über die längere Zeit. Und zu guter Letzt haben die Partys natürlich auch mal wieder baden dürfen, denn manche mögen es, manche mögen es nicht so gern, und jetzt ist sowieso vor der Winterzeit, deswegen ist es ganz gut, dass man sowas zwischendurch einmal macht. Und in diesem Zuge vom ganzen Putzen hat sie das natürlich gleich erledigt, meine Frau. Dann haben wir natürlich da hinter mir in dem Aquarium auch das gleiche gemacht wie in den anderen Aquarien. Vielleicht sieht man das da sogar. Sieht man das da? Ja, da stehen die ganzen Tage drauf. Dienstag, Freitag, Montag. 4-mal Stinte. Und am Mittwoch kriegen sie noch einen Becher vom Trockenfutter, dass sie zwischendurch noch ein bisschen was anderes haben. Da war sie zum Beispiel ganz genau bei meinen Flowerhorns. Jeder von den Flowerhorns ist 2 Stinte. Eins holen sie sich automatisch ab bei mir vor der Pinzette. Und ich lasse 2 am Boden fallen und die holen sie sich dann noch. Und so haben wir eben das Ganze, weil wir ja genau wissen, was unsere Tiere so mögen und in der ganzen Woche verbrauchen, haben wir das Ganze der Mama so aufgelistet. Und dann sollte das Ganze einwandfrei und hundertprozentig funktionieren. Dann, wo wir eine Woche schon überfällig sind, war bei unserem Teich draußen. Unseren Teich haben wir auch in die Winterruhe gesetzt, wenn man das so sagen kann. Als allererstes haben wir natürlich ein bisschen Wasser rauslassen. Und das Wasser, das wir rauslassen haben, haben wir bei uns im Keller runtergeleitet über einen sehr langen Schlauch, den ich da zurecht gebastelt habe. Und haben unten eine große Regentonne aufgestellt, wo unsere Goldfische überwintern können. Und danach haben wir natürlich die Fische rausgefangen. Da haben wir ein kleines Problem gehabt, da waren wir ein bisschen zu spät, denn der Tobi hat natürlich die ganzen Pumpen und alles schon rausgeholt, und durch das ist natürlich das Wasser komplett trüb gewesen und haben einen Fisch nicht mehr gefunden. Den haben wir heute noch als allerletztes runtertan ins Winterquartier. Im Winterquartier unten ist die Regentonne. Dann habe ich den ganzen Filter vor draußen mit runtergenommen, weil ich ihn sowieso im Winter aus dem Boden rausholen muss, weil sonst würde er frieren und kaputt gehen. Und deswegen habe ich den Filter mit runtergenommen in den Keller
Und der Filter läuft jetzt ganz normal weiter über den Winter in diesem Ersatzteich, wenn man das so sagen darf. Wir haben heute das erstmal runtergeschaut, weil wir ja den anderen Goldfisch noch ins Winterquartier reingesetzt haben. Und die Fische sind schon am Boden und sind schon für den Winterschlaf vorbereitet. Dann haben wir heute noch gemacht unser großes Terrarium. Da haben wir noch aus dem Teich ein bisschen Wasser rausgeholt, haben den Filter im Teich, haben wir einen kleinen Aquarienfilter drin, haben den noch gereinigt und haben ein neues Wasser aufgefüllt. Somit ist dieses Terrarium auch vorbereitet, genauso wie die ganzen anderen Terrarien für die Frösche. Da haben wir Scheiben geputzt, das Wasser unten ablassen, die Regenanlagen aufgefüllt und die Scheiben putzt. Somit sind diese Terrarien auch abgeschlossen. Wir haben das Ganze für euch ein bisschen mitgefilmt. Entweder muss ich jetzt schauen, füge ich das immer so zwischendurch ein, wenn ich rede, oder ich füge euch das im Anschluss ein. Jetzt muss ich jetzt gleich schauen, wenn ich schneide, wie ich das perfekt macht, dass das alles zusammenpasst. Dann steht noch auf dem Plan, und zwar haben wir die ganzen Osmosebehälter aufgefüllt. Das heißt, Meerwasserbecken Osmosewasser auffüllen, in dem neuen Meerwasserbecken Osmosewasser auffüllen, die Regenanlagen von unserem großen Terrarium, wo der Leguan drinnen ist, haben wir genau gleich mit Osmosewasser am Laufen und deswegen haben wir das auch noch aufgefüllt. Somit haben wir jetzt zum Schluss noch das Osmosewasserlager auffüllen können, sodass wirklich alles aufgefüllt ist und alles bis zum Tag, wo wir heimkommen, zu 100% passt. Dann habe ich gerade noch mir was eingefallen, was wir vergessen haben, denn ich habe dieses Aquarium komplett abgearbeitet und zwar ist dort noch reinkommen Bakterien, reinkommen, ich weiß es gerade auswendig, Seemandelbaumblätter heißen sie, glaube ich. Da haben wir so Flüssigkeit reingegeben, damit das ein bisschen vorbeugt. Und das muss ich in die anderen Aquarien auch noch machen, das darf ich nicht vergessen. Das haben wir nämlich vorgehabt und das ist mir jetzt gerade eingefallen. Dann haben wir eigentlich alles erledigt gehabt, gell? Na, im großen Becken haben wir noch Wasserwerte getestet. Das muss auch zwischendurch sein. Und da habe ich zum Beispiel so jetzt, dadurch, dass ich nicht zu Hause bin, ich habe zwar alles im Überblick mit Kameras, das wisst ihr ja schon. Ich kann euch das dann kurz zeigen am Handy, wenn ihr wollt. Und zwar habe ich ja mein Meerwasserbecken überwacht. Ich habe das große Becken überwacht drüben. Ich habe dieses Becken überwacht da. Es ladet zwar gerade, aber der Standbildschirm ist schon da. Vielleicht erkennt man das ein bisschen. Und unser großes Becken drüben ist überwacht, ja. Kann ich zwar immer reinschauen, ob alles passt, aber wir haben zur Vorsichtsmaßnahme unseren Luftblasen-Luftheber, das heißt, der, was die Luftblasen macht im Aquarium, lassen wir durchgehend laufen, weil natürlich das Ganze auch ein bisschen vorbeugt, falls was sein sollte. Und durch die ganzen Luftblasen sehe ich auch, ob die ganzen Strömungen funktionieren und ich kann das Ganze besser überprüfen. Ich war zuerst schon überlegen, ob ich im großen Becken eine Lampe ausschalten soll, dass das Ganze mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Aber dadurch, dass ich das Ganze sowieso sehr schwach am Laufen habe mit der Lampe, sollte das eigentlich perfekt passen. Genauso wie bei den anderen Aquarien, da werde ich die Lampen ein bisschen runterdrehen. Erstens, dass eben die ganze Sache ein bisschen zur Ruhe kommt und dass einfach das Ganze ein bisschen dunster und angenehmer für die Fische ist, wenn wir da sind. Somit haben wir die ganzen Aquarien und Terrarien erledigt für uns. Unsere Hunde haben natürlich auch ein bisschen Vorbereitung bekommen, denn es wurden Krallen geschnitten von meiner Frau. Essen vorbereitet für jeden Tag, dass Mama sich da zu 100% auskennt. Dann wird vorbereitet noch ein bisschen was Gutes für zwischendurch, dass sie was zum Schnabulieren haben. Und unsere Rani, die was da neben mir flacht und ihr vielleicht ein bisschen hört beim Schlecken und beim Kuscheln mit ihrem Bett. Die zieht zu meiner Mama, dass die nicht ganz alleine ist, weil, das erkläre ich gleich dann, weil eben mein Papa auch mitfliegt mit uns in den Urlaub. Und da ist eben alles vorbereitet worden. Sie kriegt ihr eigenes Bett mit, sie kriegt ihr Essen mit, sie kriegt ihr Spielzeug mit und ihre Leckerlis für zwischendurch. Somit haben wir wirklich alle unsere Tiere, alle unsere Terrarien, alle unsere Aquarien zu 100% abgearbeitet und es sollte alles
funktionieren, bis wir wieder da sind. Dann haben wir heute noch als Vorsichtsmaßnahme Telefonnummern aufgeschrieben für Mama, falls irgendein Notfall sein sollte, wo sie die Leute kontaktieren kann, wie zum Beispiel für die Hunde unseren Tierarzt, wie für die Aquarien den Alex, den ihr schon vor die alten Videos ein bisschen kennt, der mir zwischendurch immer hilft. Der kümmert sich um die Aquarien, wenn was sein sollte. Und bei den Reptilien von meiner Frau, die Cousine, die kennt sich da auch ziemlich gut aus. Und eben auf sowas müsst ihr immer schauen, wenn ihr länger weg seid, damit da wirklich alles zu 100% passt und man auch schnell eingreifen kann und helfen kann, wenn irgendwas sein sollte. So, Aquarien, Terrarien, Hundethema abgeschlossen. Wir sind urlaubsbereit, ganz, ganz brutal, das muss ich sagen. Es fuchst alles, wo es geht alles schief, wo es geht. Wir wollen jetzt in Urlaub. Wir sind, ich war wieder stark am Überlegen, ob ich euch mitnehmen soll. Und ihr wisst, ich bin immer ehrlich, erstens mal habe ich zuerst überhaupt keinen Bock gehabt, weil ich gedacht habe, du, es ist Urlaub, es ist Zeit einmal für uns, wo ich mal keine Verpflichtungen habe mit Filmen, ich muss die Kamera mitschleppen, ich muss alles mir überlegen, wie ich das am besten filme und so weiter. Aber im Herzen innen drin wisst ihr, erstens liebe ich Filmen, zweitens habe ich Bock auf Videos machen und drittens sind wir jetzt einfach mit dem YouTube-Fieber infiziert worden und deswegen ziehen wir es jetzt einfach durch. Und zwar nehmen wir euch komplett mit in unseren Urlaub. Es wird Arbeit sein, deswegen hoffe ich, dass es euch allen gefällt, damit ihr das auch ein bisschen genießen könnt, unseren Urlaub mit zum Fliegen, mit zum Fahren. Denn es ist ein bisschen Arbeit dahinter, es ist ein bisschen Vorbereitung, es sind meine Kameras, wo ich alle mitnehmen muss, dann die GoPro, was ich mitnehmen muss, alle Vorbereitungen. Ich habe mir da ein neues Mikrofon gekauft, was ihr seht, was da so blinkt. Das teste ich jetzt gerade mit euch und jetzt möchte ich euch mal ein bisschen erzählen, was es bei uns im Urlaub geht, warum wir fliegen, wohin wir fliegen, was wir alles machen, was wir vorbereitet haben und was wir alles mit euch zusammen erleben wollen. Als allererstes fliegen mein Papa, mein Onkel, der Stefan, den kennt sie auch schon, der hat uns dazu mal die Geckos mitgebracht und meine Frau und ich. Wir fünf fliegen morgen um kurz vor 12 Richtung Las Vegas. Denn in Las Vegas ist die SEMA Show. SEMA Show kennt vielleicht der ein oder andere, ist die weltweit größte Auto- und Tuningmesse, die es gibt. Und deswegen fliegt auch mein Papa und der Stefan und der Helmut mit, weil sie das sich mal anschauen wollen. Und da werde ich euch einen Tag lang mitnehmen auf die Messe, dass ihr mal seht, wie das Ganze da ausschaut, wie groß das Ganze ist. Das ist nämlich eine komplett andere Welt und wird sehr, sehr interessant werden. Wir waren da ja schon mal vor 3 Jahren und deswegen schauen wir uns das Ganze wieder an. Klar, dass es bei uns auch um Tiere, Reptilien und so weiter geht. Deswegen haben wir auch natürlich einige Sachen für euch geplant, denn wir werden als allererstes oder als zweites, das schauen wir uns an, in das Shark Reef Aquarium im Mandalay Bay gehen. Da sind über 2000 Tierarten, 100 verschiedene Haie und bis zu 15 Arten. 100 Haie bis zu 15 verschiedene Arten, so richtig ausgedrückt. Genauso wie Rochen, Meerwasserschildkröten, Reptilien und viel, viel mehr. Wir waren da vor 3 Jahren und ich sag's euch, das ist gigantisch, sowas habt ihr noch nie gesehen. Jedes andere Aquarium kann da einpacken und das Ganze ist wirklich in einem Hotel drinnen. Ihr wisst ja, ich bin sowieso ein Hai-Fanatler. Ich finde Haie faszinierend, ich finde Haie wunderschön und ihr werdet es sehen, dann im Video. Wir werden da ein eigenes Video draus machen. Es wird gigantisch werden. Wirklich extrem. Ich habe das Ganze so geplant, weil wir gerade beim Video sind und wie wir das machen. Ich habe es so geplant, dass ich so ein bisschen Vlog-Style das Ganze mache und euch dann immer separate Videos für die einzelnen Attraktionen mache, damit man sich das eben so schön auseinanderklauben kann. Ich glaube, das ist am allercoolsten, am allerbesten. Dann gehen wir noch, wo meine Frau unbedingt hin will, zu Secret und Roy in den Secret Garden. Habe ich es falsch gesagt? Siegfried und Roy im Secret Garden. Sie lacht schon in der Kamera. Super. Okay,
Da gehen wir hin, da wollten wir eigentlich vor 3 Jahren schwingen, wir haben es leider nicht geschafft, denn da gibt es Delfinbabys, waren dazu mal Delfinbabys, sie sind immer noch klein wahrscheinlich, meine Frau sagt nein, doch, die sind immer noch klein, die sind nicht ausgewachsen. Wir werden es gemeinsam erfahren, ob das so ist oder nicht ist. Da gibt es Tiger, Löwen, Panthers und eben Delfine. Das werden wir uns auch anschauen, weil es einfach cool ist wahrscheinlich. Ihr werdet sehen, es ist in Las Vegas alles abartig riesig und gigantisch. Wir haben natürlich einige andere Attraktionen geplant, wo wir euch mitnehmen. Und wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und könnt euch dann, wie gesagt, ein bisschen mit uns mitfreuen und auch ein bisschen erfahren, was es drüben da gibt. Und das Ganze genießen. Das Ganze machen wir bis nächsten Sonntag. Da fliegt dann Papa, Stefan und Helmut nach Hause. Und meine Frau und ich werden weiterfahren in noch eine große Stadt, und zwar nach L.A. In L.A. haben wir wirklich dann Urlaub geplant. Da werde ich euch 2 Sachen filmen und vielleicht ein bisschen zwischendurch, aber dann auch mal 2-3 Tage nichts machen, wo ich die Kamera nicht mitnehmen muss und das Ganze mal ein bisschen genießen. Und eine fette Attraktion haben wir, und zwar gehen wir in den L.A. Reptilian Zoo. Den kennt vielleicht der eine oder andere von TikTok. Darf man da Werbung machen überhaupt? Zwischen muss ich es piepen. Von Pip. Und der macht ziemlich coole Videos über so wirklich extrem große Schlangen. Der züchtet die, wo er die extrem großen Schlangen immer aufhebt und unten die großen Eier rausholt. Mal schauen, ob ich das vielleicht irgendwie von TikTok, von Pip euch unten einfügen kann. Ja, es ist Urlaub, Frau. Es ist urlaubsbereit. Ob ich euch das unten einfügen kann, da könnt ihr es mal anschauen. Ziemlich cooler Typ. Und da gibt es eben über 100 verschiedene Tierarten in diesem Reptilienzoo. Da freuen wir uns ziemlich drauf. Und der ist ziemlich in der Nähe von unserem Hotel. Das heißt, das werden wir wahrscheinlich als allererstes in den ersten 2 Tagen machen. Und sonst dürft ihr euch noch überraschen lassen, was wir so machen. Es sind noch 2, 3 andere Sachen auf dem Plan, wo es sehr, sehr spannend wird. Und ja, in diesem Sinne ist das Video auch schon wieder fertig. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Eindruck geben können und euch ein bisschen heiß machen können auf die Videos in der USA. Bei uns geht es jetzt heute noch los mit Filmschneiden. Fotos habe ich schon bearbeitet für euch zum Posten auf Instagram. Solltet jetzt mal reinschauen. Da werden wir auch immer Stories machen. Ich probiere auch mal in Las Vegas dann live zu gehen am Abend, wenn wir ein bisschen spazieren gehen und euch mal so live ein bisschen was zum zeigen. Vielleicht gehen wir mal auf YouTube live. Das schaue ich mal an, je nachdem, was so geplant ist und wir so vorhaben. Das heißt, wenn euch das interessiert, solltet ihr unten auf den Link von Instagram klicken. Da sind auf jeden Fall jeden Tag genug Stories drinnen. Und danach werden wir noch packen müssen und den restlichen Abend genießen. In diesem Sinne wünsche ich euch auch noch ein schönes Wochenende, denn ihr kriegt das Video am Freitag, da sind wir schon in Las Vegas. Und danke fürs Zuschauen, Like und Teilen nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.